Was Leute, hier ist wieder Draklinus mit Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. In der letzten Folge sind wir zur Schildkröteninsel gereist und haben den Wasserfall der Wahrheit einen Besuch abgestattet. Und dort ist jetzt ein böser Naruto, der gegen Naruto kämpfen will. Die Dunkelheit innerhalb Naruto, wenn man so will. In jedem Fall muss Naruto mit ihr klarkommen, indem er ihr immer kräftig den Arsch versohlt. Genauso wie im letzten Part bei dem Baum. Genauso, der guckt ja wirklich ein bisschen böse. Genauso wie im letzten Part bei den Pilzen. Naruto verkloppt einfach alles. Ich glaube, der Doppelgänger hätte... Auf jeden Fall einige dumme Techniken von mir zu erwarten. Na, was soll ich denn sagen? Ich meine, er hätte die schwersten Techniken von Naruto verdient gegen sich, damit er aufhört, hier einen auf großer Macker zu machen. Wir kämpfen irgendwie aneinander vorbei. So, und ich habe einen kurzen Augenblick vergessen, wer von wem welcher ist. Also wer von denen ich bin. Was machst du da? So, das wird nicht. Wow, meine Ausdauer, meine Abwehr. Verdammt. Oh Gott. Ach, du Schande. Und ich kann die nicht abwehren, hä? So. Und Rasen Shuriken. Was? Wiederholen. Was soll's? Los, nochmal Rasen Shuriken. Der mag die Technik nicht, hä? Was? Das ist meine Technik. Weißt du das eigentlich? Rasen Shuriken offenbar. Aber die Werte er mag. So, okay. Jetzt schlagen wir die einen rein, nachdem ich das abgewehrt habe. Und boom! Muss jetzt nicht nochmal ruhig sein, damit wir nochmal diese Gespräche hören. Und jetzt klappt es aber auch endlich. Der ist gut. Und ich konnte den irgendwie nicht in den Wurf versetzen. Und so. Boah, verdammt. Das war Mist. Was? Die Briefbombe hat nichts gewirkt? Das gibt's doch gar nicht. Dieser Doppelgänger ist gegen so vieles gefeit. Alter, das ist Doppelgänger. Ihr wisst schon. Achtung. Klappt doch. So. Okay. Schon wieder das. Ich kann auch diese Tilting Attacks. So. Das war das Naruto Shuriken. Klappt nicht, hä? Tja, dann nimm das. Ich hab noch mehr, wo das herkommt. Okay. Jetzt aber. Rasen Shuriken, beenden wir das. Stirb! Knappe Geschichte, aber geschafft. Naja, du bist ja auch halb tot von deinem Leben her. Ne? Das wollen wir dabei nicht vergessen, Naruto. Heldenpunkte, ich habe ja das Heldenpaletten-Set jetzt benutzt. Habe ich offscreen geswitcht, während gerade meine Stimmaufnahme gerendert hat. Jetzt bin ich kurz ans Mikro gekommen, Entschuldigung. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wie wird das jetzt weiterlaufen? Es fühlt sich nicht wie ein Sieg an, demnach können wir ausgehen. やるじゃねえか。さすがは俺だ。お前は絶対俺じゃねえ。別に否定するのは勝手だ。だがな、俺はお前の気持ちがよくわかってるぜ。英雄だっけか。この頃の俺の呼び名は佐藤のやつら。突然手のひら返したように慣れ慣れしく仕上がって。 あいつらは勝手だ。これまではキュービだなんだと俺を蔑んでたくせに、あいつらは信用できねえ。どうせいつか俺を裏切りやがる。だったら、花から信用しない方がいい。どうだ。
正解だろ。これがお前の気持ちだ。俺はそんなこと。里の奴らを信じるのはやめとけ。もう分かってんだ。奴らの本質を。あいつらだって俺のことを心から信じてるわけじゃねえ。俺は。お前は俺。俺はお前だ。お前の心は分かってる。憎しみこそ本当の俺だ。うるせえ。うるせえ。認めちまいなよ。お前は俺だ。ナルト、どうした？何があった？俺と同じ奴が出てきた。そいつは闇の中の俺だった。闇？倒してもまた立ち上がってくる。しかも嫌なことばっか言ってくるんだ。精神的にも追い詰めてくるのか。厄介な相手だな。けどその闇の君をどうにかしなければ。ナルト、ちょっとあのグラサンおっさんと話してくれ。今君が言っても話を聞いてくれるとは限らないよ。それでもヒントくらいは教えてくれるかもしれねえ。しかし俺ちょっと言ってくるってばよ。焦ってるな、ナルトのやつ。Ach was, ganz so schlimm ist das nicht. Der wird sich wieder aufrappeln, er braucht nur erstmal eine Strategie. Und dafür gehen wir jetzt erstmal zum Octopops. Tja, wenn ich mich bewegen kann. So, die Welt war kurz wieder eingefroren. Ich glaube, ich nehme mir mal das da. Schildkrötenpillen. Ich will mich mal heilen hier jetzt. Hier haben wir eine Karte. Hier haben wir das Startmenü, das ich wohl zum ersten Mal aufrufe. Hauptereignisse und all sowas. Arge, müssen wir jetzt nicht gucken. Wir gucken uns hier so um und finden da schon alles. So. Ja, die Ninja-Zeitleiste. Hier unten sind wir. Wiedersehen. Mhm. Ansonsten aber noch gar nichts freigeschaltet. Nicht wirklich. Ah doch, hier unten noch. Boss. Und hier sind wir am Anfang. Das ist alles, was wir bis jetzt so haben. Definitiv. Döp, 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 döp. Da sieht man, was in der Zeitleiste alles so ist. Und das war dann Kapitel 3. Die Itemliste, da wollte ich hin, glaube ich. Palette benutzen. Nein, Palette anpassen. Items. Wir nehmen mal ein... Endlich heile ich mich mal, ja. Ein Bento. Mal gucken, wie viel das heilt. Kabi-Bento, okay. Dann muss ich mir diese Bentos kaufen. Mann, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie man das macht und habe in keinem Let's Play Part jemals nachgesehen. Es wurde einfach mal Zeit, dass ich das mal mache. Ich bin ziemlich sicher, dass in mir kein Hass steckt. Ah, ich fühle mich ein wenig unbehaglich. Aber das wird schon gut werden, Naruto. Das wird schon gut werden. So einen kleinen Seelenkonflikt hat auch jeder von uns. Nicht wahr, böser Dreadlines? Oh ja! Guter Draglinus! Ja, böser Draglinus. Darf ich ihn umbringen? Warum? Der wird so schlecht! Okay, mach. Immer noch ein Kanstrosee. Ich kann G. B、お前いつまでこんなことしてるつもりだ。つまんねえラップかます暇があるなら、あのガキを見てやってもよかったんじゃねえのか。俺もキュービーは好かねえが、あのガキは見込みあるぜ。俺も昔はむちゃくちゃだったが、お前に会ってこうなったんだしよ。俺の話を聞いてんのか。おい、B。悪いな、ハッツァ。俺に客人到来。話はここまで。オーライ。客？こんなとこにいたのか。探したってばよ。手羽用のガキか。俺様に何の用だ。
さっき真実の滝ってところでもう一人の俺に会った。でもあいつを倒すことができなくて、それでおっさんにヒントでも聞きに来たのかこの俺に。それでも残念、期待に添えない。なんでだよ、教えてくれてもいいだろ。俺ってば9秒コントロールしねえとサスケと戦うことができねえんだ。だから頼むってばよ。何度も言ってる、そりゃ無理だバカ野郎、この野郎。じゃあどうやったら教えてくれんだよ。おい B、 ヒントくらい教えてやってもいいだろう。あいつの目見てみろ。ありゃ何か覚悟をしている目だ。悪い目じゃねえぜ。んなこととっくに気づいてて。いい。だが、ハッツァンは甘いぜ。しょうがねえ、ダダッコちゃんだぜ。大概、こんなサービスありえない。大体。ね、それじゃあ。その拳で俺に勝てたら考える。己を鼓舞し、向かってこいよ、この俺に。おっさんに勝てば。そういうことだな。いや、お前の割に普通な条件だな。俺はてっきり歌の勝負でも持ちかけると思ったぜ。何にせよあいつの力量把握は必要。今後のために器量確認。よし、全力でやってやる。 Endlich verkloppen wir Killer B. Endlich! Kampf beginnen, los sofort! Dann schaffen wir das vielleicht sogar noch innerhalb dieses Let's Play Parts, auf jeden Fall dann ja. Okay, ich gucke nur noch gerade mal auf die Zeit, währenddessen 11 Minuten wird knapp, da muss ich direkt nach diesem Part, nach diesem Kampf Schluss machen, sonst wird das Video noch asynchron. Und bei Naruto hat mein Grabber es irgendwie so, dass er das asynchron macht, wenn es zu lang dauert. Ich kenne seinen Kampfstil nicht, das ist der Samehada-Bee, gegen den kämpfe ich das erste Mal. Den gab's im vorigen Spiel nicht. Aber ich glaube, mit dem werden wir schon klarkommen. Ich meine, ich habe Samehada Kisame und den normalen Killer-Bee bekämpft. So, machen wir dich fertig. Und ein Rasengan. Los, stirb. Ich will nicht, dass du mich unterrichtest. Ich will dich töten. So. Und fertig, haben wir ihn sogar noch unterbrochen. Das macht er sicherlich noch. Allerdings erst im nächsten Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Vielen Dank fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen. Bis dahin, Backline ist over and out. Kürzere Folgen heißt ja nicht, dass es unbedingt schlechtere sind. Will ich doch meinen, ich hoffe ihr seht das genauso. Und dafür gibt's morgen dann wieder eine Folge. Hm? Okay, tschüss.